Einige denken ja, dass Politiker im Star Wars-Universum sich nur ungern die Hände schmutzig machen. In Clone Wars erfahren wir eigentlich auch nur, dass Padme und Jar Jar gelegentlich auf Abenteuertour gingen. Aber in Legends gibt es auch eine interessante Geschichte mit Bail Organa und Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi bekam von seinem Freund Dexter Jetster Informationen auf einen bevorstehenden Angriff auf dem Planeten Botawui von General Grievous und seiner Droidenarmee. Jedoch wurde Obi-Wan auf Coruscant von einem Separatisten-Hinterhalt verletzt, sodass Anakin Skywalker, Ahsoka Tano und eine beachtliche Menge von republikanischen Soldaten nach Botawui reisten, um Grievous dort die Stirn zu bieten. Etwa zur selben Zeit bekam Senator Bail Organa von einer Untergrundorganisation Informationen auf Sith-Aktivitäten auf einem abgelegenen Planeten im wilden Raum. Obi-Wan, welcher sich inzwischen von seinen Verletzungen erholt hatte, beschloss, den Senator bei einer Aufklärungsmission dorthin zu begleiten, nachdem er von ihm diese Informationen erhalten hatte. Die beiden trafen sich im wilden Raum mit Organas Kontaktfrau Alinta, als sie plötzlich von Piraten angegriffen wurden. Im darauffolgenden Kampf ließ Alinta ihr Leben, doch sie gab Organa noch vor ihrem Tod die Koordinaten für den Planeten Zigula, denn dort befindet sich angeblich ein antiker Tempel der Sith. Als sie den Planeten erreichten, stürzte ihr Raumschiff mehrere Kilometer vom Sith-Tempel entfernt ab und sie waren dazu gezwungen, einen Fußmarsch anzutreten. Während dieser mehrstündigen Wanderung litt Kenobi an Illusionen und Hysterie, da er die dunkle Energie des Planeten nicht verarbeiten konnte. Bei Blitz und Regen kletterten die beiden zum Tempel hinauf und als sie es fast geschafft haben, brach Kenobi zusammen. So war Organa gezwungen, das Innere des Tempels selbst zu erforschen. Dort angekommen bemerkte er, dass er absolut keine Ahnung hatte, was diese Artefakte dort tun oder was sie bedeuten. Als er diese Tatsache erkannte, kletterte er wieder hinaus und überredete Kenobi, mit ihm zu kommen. Gemeinsam fanden sie einen Kristall, welcher die Reichweite der Machtkommunikation immens verstärkte. Kenobi war somit in der Lage, Großmeister Yoda auf Coruscant zu kontaktieren, welcher dann Padme Amidala bat, die beiden Abenteurer von der Sith-Welt zu retten. Zusammen mit einigen Klonsoldaten machte sie sich auf den Weg und fand das Duo in der Nähe des Sith-Tempels. Von diesem war allerdings nicht mehr viel übrig, da er einstürzte, als Kenobi versuchte, die Artefakte mit Hilfe der Macht zu manipulieren. Somit wurden auch die ganzen Artefakte und Waffen der dunklen Seite zerstört. Durch diese Mission, welche für beide eigentlich relativ brenzlig ausging, bildete sich dann ein Band zwischen den beiden, welches dann zu einer dauerhaften und engen Freundschaft führte, so wie wir es in Episode 3 auch zu Gesicht bekommen. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.